Alles im Mondland, der Kabarett-Géo Jalli hat das Jahrnäs auf dem Musikerlofen angeladen. Fantastische Stimmen, ein einzigartiges Dekor, eine Ensemble-Lichtung unter der Direktion von Patrick Engel und Roger Huss. Jahren hat sich die Gruppe Géo Jalli ein neues Musical rausgesicht. Schon bald traditionell habe ich meine Kamera gekrümmt und habe Steck Alice in Wonderland während der Produktion begleitet. Zara, Nora, Michael, Marie, Valerie, de Pete, de Kevin und de Michael sind die 8 Auserwählten, die also das Welt, die nicht nur auf der Bühne verringert ist, vorstellen. Was ist das Ding Roll? Ja, am Anfang, am Opener, du spielst so ein Hack. Ich habe den Herzkönig an einer kleinen Maus gespielt. Ich spiele Alice, ein kleines Mädchen, das an einem Kaninchen aufhält. Ich bin Kaninchen, ich bin immer zu spät. Dann nach der Herzkönigin. Ich habe Maus an der Märzhase gespielt. Ich bin wie ich mal den verrückten Hutmacher. Sie schlägt eigentlich immer gerne Leute den Kopf auf. Ich war eine heiße Ecke-Kandidatin. Dann du noch spielst ich ein Herz Henker, also auch Herz Ass mit dem Schwert. Ja, und dann muss ich leider noch meinen Rolf und Lächeln im Jahr spielen. Aber nicht mehr am Anfang. An ein Kart, Herz 8. Dann habe ich nach Grinsekatze gespielt. Und ich fand die Rolle so cool, weil ich an einem Deal who the fuck kann sehen. Definiere Kabarett an einem Satz. Oh, also das ist viel Zeitaufwand, wir haben nur aber ein riesiges Resultat zu kriegen. Kabarett ist eine Gruppe von Schülern, die auch nicht auf der Schule sich engagieren, für etwas, was ihnen Spaß macht und was sie gerne machen. Ja, es hält viel Freizeit, für aber die einfach gut genutzt und macht enorm Spaß. Kabarett als eine Familie, wo wir uns alle gerne haben und viel Spaß zusammen haben. Und wir gehen alle zusammen durch die Gegenden. Und wir haben immer zusammen. Ich bin für eine Kunst, wo etwas anderes möchte, wie an einem Museum auf ihrem sitzen. Ziel von einem Moment, den dir spontan auffällt. Ja, also, wenn den Herr Huss, der soll sich immer mit seinem Mikro. Und jetzt stehen immer, der muss nur bei dem Mund gehalten, weil er immer im Obgericht, weil ich jetzt einfach zu hart war und einfach urkomisch war, weil er gemeint hat, ich gebe den Mikro ab jetzt. Aber der Moment, wo mehr mich in Erinnerung geblieben ist, als am Anfang den, wo der Abschied auf der Daniel gefeiert geholfen und eben Marie seinen Abschied kriegt. Das war wirklich mega traurig, weil wir so viel am Theater erlebt und zusammen dann hat mein Zwilling am Anfang mal mega viel beibringen an. Sind ihm dick dankbar, lo geht hat und war das mega traurig. Und ja. Oh, das war an der zweiten Vorstellung. Das war nur ein Lied an, ja, das mal Zutmacher mal in Hüdewäsche geflohen. Bei mir war doch an der zweiten Vorstellung, da sind schon die Knie gegangen, aber weil mein Kostüm leider Ritschratsch aus den Arsch haben abgegangen und das ganze Publikum konnte gesehen. Okay, das war wo. Ein, es soll nicht wind vor, den hat auf der Bühne eingefurzt. Und das ist schon an Erinnerung geblieben. Ein ganz schöner Moment, an den ich mich gerne erinnere, ist nur eine extreme Krise, die wir hatten. Sind wir alle zusammen in den Asch gegangen. Und wir waren auf der Gemeindeplatz und haben aufs Gears und haben rundherum gedanzt. Wir waren mega verreckt als Gruppe. Und das war wirklich ein flotter Moment, an dem wir alle uns wohlgefühlt haben. Und die Zeit, wo ich mich am meisten erinnern kann, das war bei der Schülervierfeierung, wo ich dem Janina vom Rock den Schwanz aufgerappt hat. Und so ist einfach der Kevin mit einem Koller über dem Gesicht und hat so komische Grimassen gezerrt und wir haben uns alle frech gelacht und es war ein mega schöner Moment so. Wie ist es so, als 30 Jungen in all den Medischen? Ja, das ist schon so. Komisch Gefühl, so. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Wir verstehen das hier nicht am Anfang ganz gut. Also, in der Schicht fällt am Anfang nicht wirklich ab. Glücklicherweise sind wir in der Stütze. Wir sind nicht ganz allein. Wir sind alle ganz fein. Und ja, wir sind so eine
große Familie mit einem drei Jungen. Und der Ritual, ihr da auf die Bühne geht? Man merkt so. Okay, wir gehen immer all. Mit oder Ball all. Mit der die Welle. Ja, kacken. So. Und oft tun sie auch den Durchfall all. Also, das wird verhaftet. Durchfall hat, gell? Nee, nee, nee. Mehr nee, aber. Zwar vielleicht aber. Pardon. Ich bin ganz egal. Nee, das schneidet aber, gell? Gut. Den Armen als Gerhun. Also, bekrabt schon nach unten rumsprangen. Also. Ah ja, Herr. Der Grima steht auch so wie, wie wenn ihr beim Koffer sitzt. Da wird immer mega viel geschwarz. Gestüppelt. Einfach, ich werde ganz schön gestüppelt. Ja. So. Also nur im Auftritt. Ja, da sagen wir immer Viva Colonia. Han hat der Bühne, so, all zusammen. Und dann hat das Glücksgefühle. Was war dein größte Pan? Okay, mein größte Pan, einmal während der Proben, wenn wir geübt haben, war ganz oft mit dem heiligen Schwung von der Herzkönigin, dass ich furchtbar auf die Schnüsse gegangen bin und auch bei dem engen Tanz, wo sie mich sollen abheben, beim Kopf ab, da das immer schief gegangen. Stellt sich einmal einer quer und macht mir das Leben schwer, sag ich Kopf ab. Wenn mir jemand widerspricht und gehorcht mir einfach nicht, sag ich Kopf ab. Ich bin fair und sehr gerecht. Doch Kritik bekommt mir schlecht. Fällt mir jemand frech ins Wort, Kopf ab, sofort. Also mein größter Pan ist da wohl wahrscheinlich geschieht bei der Aufführung, wo ich gefilmt ging. Dann habe ich mich aus dem Fläschchen trinken, für eben mich groß und mich krank zu gehen. Und du hat sich herausgestellt, dass an dem Fläschchen Schimmel war. Sie war tatsächlich auf einmal nur noch 20 cm groß. Nur 20 cm? Gay, Sven, gay. Ich will all Jungen, die eine Teile guckt, animieren, an die Kabarett zu kommen, weil das voll cool ist.